Also für mich selber gab es schon, dass mich Fake-Profile oder Leute angeschrieben haben, wo ich nicht wusste, wer das war. Und dann halt auch ein paar Sachen geschrieben haben, wo ich jetzt denke, du kennst mich nicht, du kannst es eigentlich nicht über mich behaupten. Aber bei denen sollte man einfach entweder direkt melden auf Instagram, da wird dann eben auch meistens was gemacht. Oder halt löschen, Nachrichten löschen und hoffen, dass die Person nicht mehr schreibt. Naja, also da darf kommentieren, wer will, aber man kann ja auch, wenn es nicht der Kommentar halt unangebracht ist, kann man ihn ja auch dann selber direkt löschen. Der ist zum Glück bei mir noch nicht vorgekommen, aber eher weniger. Und wenn halt dann mal so ein blöder Kommentar oder so kam, dann wie gesagt über Direct Message. Ja, also Jungs immer mehr. Früher war es eher so ein Mädchending, Instagram, aber mittlerweile haben sich auch die Jungsprofile so ein bisschen zu weiblicheren Profilen geändert. Also viele Jungs posten auch so Modelbilder, also wo sie halt mit der Kamera gemacht haben oder geguckt haben, wie die Location aussieht, ob es auch passt farblich oder wo man steht. Das sehe ich bei immer mehr Jungs und früher haben es halt nur Mädchen gemacht und es ist halt mehr so ausgeglichen mittlerweile. Ja, also Instagram ist schon ein bisschen so ein Stalking-Bereich. Also man guckt dann halt immer nach, was hat der für ein Profil, was lädt der für Bilder hoch, wie präsentiert er sich und dementsprechend, glaube ich, beeinflusst es auch ein bisschen die Meinung, ja, wie halt auch das Profil aussieht. Das ist halt auf den ersten Eindruck, wirkt es halt nicht so grandios. Ich meine, wenn man jetzt mit Leuten befreundet ist und weiß, wie die so drauf sind und versteht dann aus dem Kontext, ja okay, die sind halt feiern und finden es witzig, okay. Aber wenn man die Person nicht kennt und dann solche Bilder sieht, denkt man sich halt, muss jetzt nicht sein. Ja, also man bekommt ja auch zum Beispiel Benachrichtigungen, wenn man von Freundinnen oder Leuten auf den Bildern markiert wird. Und dann ist man praktisch wie so gezwungen, wenn man markiert ist, dass man das Bild auch dann kommentiert. Und wenn Kommentare kommen, sollte man die zurückkommentieren. Und ja, das ist halt auch Zeit, die da eigentlich verschwindet. Und man versucht halt dann auch so ein Gleichgewicht reinzubringen und ja, keine Nachrichten oder Kommentare so unbeantwortet zu lassen. Weil es halt auch so eine gewisse Verantwortung den Freundinnen gegenüber ist, wenn die das eigene Bild kommentieren, dass man auch dann denen erst kommentiert. Versucht dann halt alle Kommentare abzuarbeiten, alle Bilder, die man zum Beispiel noch nicht geliked hat oder wo man sieht, ah ja, meine Freundin hat ein neues Bild gepostet, habe ich noch gar nicht geliked oder kommentiert und scrollt dann halt durch, was man jetzt noch nicht erledigt hat. Ja, also ich habe mein Handy immer ausgehabt beim Lernen, also weil es echt eine totale Ablenkung sonst ist und man guckt immer wieder drauf und soll es ja nicht auf dem Schreibtisch liegen lassen, sondern am besten in einem anderen Raum liegen lassen. Und ich habe mir angewöhnt mittlerweile auch, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, so gut wie möglich das Handy wegzulassen. Und halt gerade wenn ich mit Freunden irgendwo unterwegs bin, mag ich es gar nicht, wenn jemand auch ganz nett am Handy ist. Und deswegen mache ich selber das auch nicht. Weil meistens redet man mit der Person und bekommt keine Antwort, weil sie so vertieft drin ist in Instagram, Facebook, irgendwas und bekommt gar nichts von der realen Welt mit, wo eigentlich die Personen sind, mit denen man sich eigentlich unterhält, sondern unterhält sich mit Personen, die 10 Kilometer, 20 Kilometer weit weg sind. Neben meinem Bett. Also ich habe so einen kleinen Nachttisch und klar, man hört ja auch viel wegen der Strahlung, soll man es eigentlich weglegen. Aber bei mir ist so, ich nachts, bevor ich schlafen gehe, gucke ich noch Instagram durch, ob jemand was Neues gepostet hat oder ob man noch ein paar Bilder oder Videos anschaut. So Daily Routine eigentlich schon, dass ich vorm Schlafen gehen nochmal reinschaue. Und dann halt, kurz bevor ich einschlafe, lege ich es halt neben das Bett ans Ladekabel. Nee, ich habe mein Handy immer auf stumm. Habe ich mir also angewöhnt. Einziger Nachteil ist halt, wenn man es dann verloren hat. Dann findet man halt nicht mehr. Alles auf stumm. Meine Mama regt sich drüber auf, aber ja, immer auf stumm. Also, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über die Geheimtipps und Mysterien von Instagram gelernt. Ja, lasst ein Abo da und wenn ihr weitere Fragen habt, in den Kommentaren. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!